Ich wünschte, ich hätte ein Sword Art Online Pyjama. Dann würde ich jetzt in meinem Sword Art Online Pyjama hier hocken und Sword Art Online zocken. Während ich dann kurz darauf, naja, sagen wir, später als kurz darauf, mir einfach erneut die zweite Staffel von Sword Art Online gebe. Ihr ahnt es, ich bin aktuell im Flow, im Sword Art Online Flow und ich hatte wirklich viel Spielzeit in Sword Art Online verbracht, auch wenn ich jetzt erst Level 13 bin, aber einfach von der Intensität habe ich jetzt wirklich, ich habe jetzt nichts anderes gespielt als das Sword Art Online und ich kann es nicht oft genug wiederholen, aber 62 von 100 auf Metacritic. Nee, auf gar keinen Fall. Irgendwas läuft schief in der Gaming-Welt heutzutage. Da werden Titel gefeiert, die noch gar nicht draußen sind. Und wenn sie draußen sind und schlecht sind, aber Blender sind, dann werden sie gefeiert. Und es gibt Titel, die sind da draußen, die werden überhaupt nicht beachtet, oder eben nicht genug gewürdigt. Und da spricht gar nicht der Fanboy aus mir. Ich kann euch noch zwei weitere Beispiele nennen. Die Sales sind zwar bei beiden gut, aber die Popularität ist trotzdem viel zu gering. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel Persona 5. Das ist genau so ein Beispiel. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Liegt das an der englischen Lokalisation? Weltweit sieht das ja jetzt auch nicht unbedingt anders aus. Und Persona 5 ist zum Beispiel auch ein ultra deluxe geiles Spiel. Und das ist meiner Meinung nach nicht mal eine Geschmackssache. Da muss man ein paar Stunden zocken, dann weiß man Bescheid. Oder genauso Nier Automata. Was ist los mit den Leuten? Die Leute feiern jetzt schon Destiny 2, was von dem, was ich jetzt bisher alles gelesen und an Infos eingesaugt habe, denn ich habe auch Destiny 1 ohne Ende gespielt, ich habe bestimmt 200 Stunden Spielzeit. Also ich bin kein Destiny-Hasser. Aber Destiny 2 wird meiner Meinung nach nichts anderes, so wie sie wirkt es zumindest, als ein Destiny 1,5. Das ist im Grunde genommen fast schon ein Reboot. Wir nennen es Add-on, aber es ist, naja, jetzt nicht unbedingt so, dass es mich auf was in den Socken haut. Ja, ich weiß, ich werde es auf jeden Fall holen. Dazu habe ich Destiny schon zu sehr gefeiert, aber trotzdem. Ja. Einfach im Vergleich mal, auch so ein Titel jetzt wie Sword Art Online. Richtig gut. Komplex, tief. Sinnig würde ich jetzt nicht sagen, aber es geht sehr tief rein, einfach in die Mechaniken, in die Story, in die Beziehungen. Und das Kampfsystem ist einfach deluxe und vielfältig. Und ich frage mich, wieso ich den Schwanz überhaupt nicht verletzen kann. Übel. Muss man auf den Körper gehen. Ja, also irgendwas läuft schief in der Gaming-Gesellschaft heutzutage. Das ist quasi eine Gaming-Gesellschaftskritik gewesen. Jetzt am Beispiel von Sword Art Online, aber halt eben auch Nier Automata und Persona 5. Bei so Titeln wie der Souls-Reihe, inklusive Bloodborne natürlich, da kann ich es noch verstehen, dass das nicht unbedingt etwas ist, was das Gros feiert. Ich persönlich feiere es ohne Ende natürlich, aber es gibt halt Sachen wie gesagt, Persona 5 zum Beispiel, Nier Automata, die sind so deluxe. Was ist los, Leute? Ignoranz beherrscht unser Denken. Anders kann ich es gar nicht erklären. Und ich verrecke hier, weil ich hier hängen bleibe und nicht rauskomme. Okay, ich hoffe, Asuna heilt mich. Ich hoffe, sie hat noch nichts mitbekommen von unserem Geplänkel mit Sinon. Asuna, komm vorbei. Leafa ist tot. Okay. Liegen da tot am Boden. Na gut, wenigstens haben wir keine Aggro mehr. So, wo ist denn der Rest? Die liegen alle noch tot am Boden. Asuna hat jetzt gerade Aggro gezogen. Ich guck mal, ob die sich jetzt gleich wieder herporten. Ich denke, wenn der Kampf hier rum ist. Meine Gesellschaftskritik hat mich komplett
hier aus dem Konzept geworfen. So. Dann regenerieren wir kurz und beleben dann erstmal Lea von Sinon wieder. Wir sind ganz schön stark, also das ist auch etwas, was ein bisschen schräg ist. Klar, so Gegner, die so 2, 3 und mehr Level unter mir sind, die fallen um wie die Fliegen. Gegner, die mit mir auf einer Stufe oder vielleicht knapp drunter oder drüber sind, kann dann stellenweise echt einfach aus den Latschen hauen. Und dann gibt es wieder Gegner, die sind 4, 5 Stufen höher und die fallen dann wiederum um wie die Fliegen. Also man weiß hier nie so genau, was man kriegt. Ist ein bisschen wie ein Überraschungsei oder wie Chicken McNuggets. Man weiß nie genau, was drin ist. Aber schmeckt trotzdem. So, wir genießen ein bisschen die Pianoklänge und erledigen währenddessen einen Elite-Insektoid Zamalma. Und sobald ich mal eine ruhige Minute habe, gucke ich mal, dass ich meine Skills wieder ein bisschen skill. Das habe ich jetzt lange Zeit nicht mehr gemacht. Und gegebenenfalls müsste ich jetzt mal gucken, dass ich auch ein bisschen mehr Variation reinbringe. Der Katana-Skill oder das Mastery-Level des Katana dürfte jetzt auch schon eine gewisse Höhe erreicht haben, sodass ich weitere Skills freischalten kann. Das Schöne ist, ich habe hier auch das Gefühl in Sword Art Online, dass ich ständig irgendwas zu tun habe, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, dass es in Arbeit ausartet. Und das ist schon auch ein schwieriger Balanceakt, sowas erstmal hinzukriegen. Ich bin relativ schnell auch abzulenken oder auch, ich kann mich relativ schnell auch langweilen. Das ist aber hier bisher noch gar nicht der Fall. Ah, ist gut. Sanka, Schlitzwiderstand gesenkt. Wird direkt gleich skillen. Ah, das hat natürlich auch gut. Tapfere Seele. Das wird halt praktisch für das gesamte Team. 9 Skillpunkte. Ja, und hier ist halt interessant, weil das hier geht jetzt in den Tree über für das Zweihandschwert. Katana hat aber auch ein Zweihandschwert und ich frage mich, ob ich, wenn ich das skille, es auch verwenden kann. Im Grunde genommen, bei beiden steht Schwertskill und ich vergleiche das jetzt mal kurz mit dem Einhandschwert, denn da kann ich die Skills zum Beispiel auf keinen Fall beim Katana verwenden. Genau, aber hier steht auch als Schwertskill, das heißt, ich kann es mir nicht davon ableiten. Ich vermute mal, dass ich jetzt Meteorfall nicht unbedingt mit dem Katana ausführen kann. Aber es könnte sein. Katana ist ja auch ein Zweihandschwert, zumindest das Katana, was wir haben. Es gibt verschiedene Katana. Und tapfere Seele ist ein Buff, also die Buffs gelten nicht als Kampfskills. Die werden anders bezeichnet. Beziehungsweise die Buffs gelten als Kampfskills und die Schwertskills, das sind dann nochmal ja, eigenständige Skills, die dann auf die Waffe auch gebunden sind, wenn man so will. So, Sanka ist natürlich gut, wenn wir oh, ist ein ultimativer Angriff. Es braucht aber auch Zeit. Ah, okay, bevor ich das auf Kreis belegen, muss ich jetzt etwas testen. Das klappt nicht. Ich wollte sehen, ob
Wenn ich einen Gegner fixiere und ich dann parieren drücke, aber er sich automatisch in die Richtung des Gegners dreht, das tut er nicht. Denn meine Idee war es erstmal zu sagen, okay, ich lege den neuen Skill direkt auf Kreis. Das wäre aber keine gute Idee. Okay, dann vergleiche ich jetzt mal Tsujikaze und Washu, um zu schauen, welche mir auf Dauer mehr bringt. Ich denke mal, Washu hat A macht er 9 Hits. Geht halt hier auf Stärke statt auf Geschwindigkeit, beziehungsweise auf Beweglichkeit, glaube ich, ist es. Und hat aber einen Blutungsschaden, der über 40 Sekunden tickt. Und hier sind es nur 20 Sekunden. Also rein rechnerisch, so also beim Überfliegen, ohne Berücksichtigung der Attribute wie Geschick, dürfte Washu zerstörerischer sein. Das passiert oft. 1182 bei einer Level 7 Milbe. Ich bräuchte jetzt noch eine Level 7 Milbe. Muss man leider ein bisschen vom Theory Crafting weg zum Praktischen hin. Denn bevor ich jetzt irgendeinen Skill austausche, das will ich nicht auf gut Glück machen. Aber ich kann es mir jetzt rein von den Möglichkeiten, die ich habe, das Ganze zu vergeben, mir nicht leisten. Ja, so einen Slot wegzunehmen, also jetzt gerade den Parierslot, denn das sind die oberen beiden. Ja, die will ich einfach nicht rausnehmen. Ich meine, ich könnte parieren, dann immer gucken, dass ich in die Richtung des Gegners kurz drücke und dann pariere. Wäre eine Möglichkeit, könnte aber dumm laufen und er führt dann aus Versehen den Angriffsskill aus. Wäre jetzt auch nicht unbedingt so toll. Okay, also 1100 schieß mich tot, das kann ich glaube ich nochmal angucken. Also die 1100 irgendwas hat er nicht rein. Ja, es fehlt mir ein bisschen, man kann leider nicht so ein wirkliches Kampfprotokoll angucken. Also jedenfalls nicht in der in den Detailgrad, den ich es gerne hätte. Jetzt hat er ihn schon gekillt, danke. Ja, gut, das ist eine Level 5. Ja, wobei es schon exorbitant mehr, würde ich sagen. Auch wenn es Level 5er sind. Testen wir es nochmal da vorne. Ja, Level 6er ist vielleicht besser als Test. Jetzt hatte ich schon erledigt. Ja, aber ich denke, ja, dieser Ultimate Skill, der wird seinem Namen schon gerecht. Weil ich eigentlich, ich glaube, ich wollte Washu gegen Tsujikaze testen. Machen wir das mal bei denen da hinten. Weil Sanka werde ich auf jeden Fall reinballern. Dann nehmen wir die Level 7er. Testen wir zuerst Tsujikaze. Das hat schon gut Schaden, ne? Nehme ich beide nicht wirklich allzu viel. Also rein auf dem Papier ist Tsujikaze schwächer. Ist halt spektakulär. Und ich habe mehr Beweglichkeit, ne, ich habe Geschwindigkeit ist geringer als Stärke bei mir. Und auch wenn ich Tsujikaze
spektakulärer finde. Als Washu packe ich Sanka jetzt hier für Tsujika sehr ein. Und ich glaube, das ist schon eine gute Entscheidung. Dann sollte ich doch lieber auf ein bisschen mehr Schaden gehen, einfach als jetzt auf die Ästhetik erstmal. Kann sich alles ändern, falls wir mal ein gutes Gear bekommen. Wir haben irgendwo eine Art Quest Dunkelheitsjäger-Kommandant. Oh ja, das waren die Skorpione mit diesem üblen, Schadensoutput. So, riesige Giftmilben. Das sind alles noch kleine. Da hinten kraxeln sie rum. Tja, das ist der alte mit. Da wächst kein Gras mehr. Wow, das AP kosten 100. Senkt halt den Schlitzwiderstand und das ist halt schon für uns sehr gut. Das heißt im Grunde genommen, ich kann hingehen, Sanka ausführen und dann entweder und dann Washu oder Tsuji-Guruma, um einfach diesen Debuff dann auch zu nutzen. Eigentlich sollten wir im letzten Part, in dem wir waren, einen Drachen besiegen und noch Materialien besorgen, damit ein NPC eine Felswand wegsprengen kann, aber ich habe den Drachen einfach nicht gefunden. Und hier in der Sophinastrum-Schlucht wird mir zwar das Zeichen angezeigt, wenn ich dort lande, zeigt er mir dann aber wieder den Bereich hier an. Und das sieht man jetzt auch nochmal, wenn ich die normale Gebietskarte aufrufe. Und das ist im Norden und da werde ich jetzt hingehen. Ich hole noch die blaue Truhe ab. Und wir müssen ja immer noch herausfinden und erforschen, was es mit Premier auf sich hat. Und dazu müssen wir einfach erkunden. Das mache ich gerne. Und aber ich bin auch mal froh, wenn ich dann endlich wieder aus diesem Gebirge hier rauskomme. Und dann wieder eher auf so weite Ebenen komme. Wird schon lange genug hier. Und ich bin auch gespannt, wie die anderen Gebiete aussehen. Wir haben auf der Karte haben wir ja ein relativ großes Gebiet, in dem wir uns jetzt befinden. Also ich meine damit jetzt nicht nur den Bereich hier, sondern auch insgesamt. Das drumherum, die angrenzenden Gebiete. Und aber es gibt ja noch andere Ländereien, wenn man so möchte. Und da bin ich gespannt, wie die Variation ist. So, die erledigen wir noch. Und die blaue Kiste. Loot. Und dann ist es auch erstmal das Ende dieses Videos. Wow. Ja, auf die AP sollte ich achten. Sanka ist halt so stark. Diesen Schlitz-Debuff, den es ausführt. Ich glaube, das wird hilfreich bei Elite-Gegnern und Bossen. Das hier hat dort Gold wert. Mo Dots pflegte mal ein weiser Mann zu sagen. Ja. So, wir posen noch. Oh, gar nicht schlecht. Kreuzen schon die Waffen. Ja, ich glaube, Asuna ahnt was.
Ich glaube, es war zu offensichtlich mit Sinon. Ich sollte nicht so oft mit ihr Eis essen gehen. Und ich danke euch fürs Reinschalten. Lasst mir ein Like da, wenn euch die Videos gefallen. Und schreibt mir nicht nur cool rein. Gebt mir wenigstens ein Like. Und das würde mich freuen. Und ansonsten schickt mir Kuchen, Kekse, Gold, Epic Gear, Steam Cards nehme ich auch gerne. Und lasst es euch gut gehen. See you next time.